Herzlich willkommen bei Widerladen mit Lapur. Mein Name ist Klaus Götsch, ich bin gelernter Büchsenmacher und ich lebe seit 1982 in Finnland. Heute möchte ich euch die 764 mit dem Lapur Naturalis Geschoss vorstellen. Jetzt gehen wir mal nachschauen, um zu sehen, wie präzise die Waffe schießt. Vor gut 100 Jahren wollte Wilhelm Brennecke die Leistung und die Reichweite der bewährten 7x57 steigern. Dazu griff er auf die 8x64 zurück. Er kalibrierte sie auf 7 mm und fertig war die 7x64. Die 7x64 wird gelegentlich auch als Hochwild-Anklopfpatrone bezeichnet. Wie ist das möglich, werdet ihr nun fragen. Wieso lässt die Patrone gelegentlich an Wirkung zu wünschen übrig? Die 7x64 liegt doch leistungsmäßig erheblich über der 7x57. Die 7x64 wurde als Weitschusspatrone entwickelt. An der Kehrung oder auf der Drückjagd liegen die Schussentfernungen jedoch weit unter 100 Meter. Für solche Kurzentfernungen wurde die 7x64 nicht entwickelt. Je höher die Geschossgeschwindigkeit, desto höher der Zielwiderstand. In der Praxis kann es bedeuten, dass sich unser Geschoss zu früh zerlegt und keine Tiefenwirkung bringt. Mit der Präzision bin ich sehr zufrieden. Was will ich mehr? Ich habe hier einen Geschossfang. Den Geschossfang habe ich schon gut 10 Jahren ursprünglich gebaut, um bleifreie Geschosse zu testen. Ich habe hier Trennwände. Anhand der Trennwände kann ich sehen, bis wohin das Geschoss eingedrungen ist. Einige Geschosse, muss ich sagen, die gehen durch die Baumwolle durch, teilweise noch durch die nasse Zeitungspapier durch, die ich da habe, und sitzen dann wie das zum Beispiel hier in der Holzbohle. Um einen Schuss auf ein schwaches Stück Schalenwild zu simulieren, habe ich einen ca. 5 cm dicken Gelatineblock. Den spanne ich mir hier, setze ich hier rein, durchschieße ihn und dann sehen wir, was passiert. Ich habe jetzt hier ein 11,2 Gramm schweres Talmandel-Rundkopfgeschoss. Damit simuliere ich einen Schuss an der Kehrung oder auf der Drückjagd. Die Schussentfernung beträgt in diesem Fall ca. nur 5 Meter. Um die Schussentfernung von 50 Meter zu simulieren, habe ich die Pulverladung um ca. 10% reduziert. Hier haben wir unsere erste Sperrholzplatte. Man kann gut sehen, wie sich das Geschoss nach bereits 5 cm zerlegt hat. Überall sind kleine Bleisplitter. Jetzt wollen wir mal sehen, wo das Geschoss ist und ob wir es finden. Ich habe hier, wie gesagt, verschiedene Trennwände. Hier die erste Trennwand. Hier ist es durchgedrungen. Hier die zweite, hier sitzt es auch. Hier haben wir die dritte Trennwand. Die Trennwand ist unbeschädigt. Das bedeutet, das Geschoss sitzt hier irgendwo. Jetzt müssen wir es finden. Ah, hier sitzt es. Wie ihr seht, von dem 11,2 Gramm Talmandel-Rundkopfgeschoss ist nicht viel übrig geblieben. Ich habe nur einen Weichschuss, sagen wir, auf ein schwaches Stück Schalenwild, auf ein Kitz simuliert. Jeder kann sich vorstellen, was passiert, wenn man auf die gleiche Entfernung auf ein starkes Stück Schalenwild, Rotwild oder Schwarzwild geschossen hätte. Das Geschoss wäre wahrscheinlich gar nicht bis zum Herz oder Lunge vorgedrungen. Wie man sieht, hat sich auch der Kern vom Mantel gelöst. Und in den gleichen Bedingungen habe ich auch das 10,1 Gramm schwere Lapur Naturalis geschossen. Das Restgewicht beträgt 9,9 Gramm. Das Geschoss hat sich bilderbuchmäßig aufgepilzt. Führt ihr eine Waffe im Kaliber 7x64 oder 7x65, so kann ich euch nur wärmstens das Lapur Naturalis empfehlen. Es eignet sich hervorragend für alles europäische Schalenwild.
zum Wiederladen der 7x64. Meine 7x64 hat einen 60 cm langen Lauf. Für den 60 cm langen Lauf eignet sich hervorragend das N160 oder das N560. Habt ihr da allerdings ein Drilling mit zum Beispiel 65 cm langen Lauf oder eine alte 7x64 mit sogar 72 cm langen Lauf, dann solltet ihr unbedingt das N565 verschießen. Führt ihr dagegen eine kurzläufige Waffe, so empfehle ich euch das N540. Das N540 wurde speziell für kurze Läufe entwickelt. Falls ihr eine Waffe im Kaliber 7mm fürs Long Range Schießen benutzt, solltet ihr unbedingt das Lapua Scanner mit dem 180 Grain Geschoss probieren. Zur Präzision der 7x64. Bedingt durch den gut 30 mm langen Übergangskegel ist die Präzision der 7x64 nicht immer die beste. Das gilt sowohl für Teilmantelgeschosse als auch für Kupfergeschosse. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Wiederladen mit Lapua.